Ingo, wie fühlst du dich denn jetzt, seitdem du den Fisch gefangen hast? Erleichtert. Erleichtert. Der Druck ist weg. Ja, das Eis ist gebrochen. So, das Wetter schlägt irgendwie um. Wir haben keine Sonne mehr. Da kommt was Dickes auf uns zu. Und ich habe Biss, komischerweise. Wenn man mal da unten hinguckt, hier, da kommt was Dickes auf uns zu. Aber ich habe Biss auf meiner ganz rechten Rute. Ich habe gerade eben schon gedacht, wieso ist meine Schnur so schlaff, weißt du, weil die so durchhing mit dem Bogen. Ja. Mal gucken. Hallo an die Fernsehgeräte zu Hause. Fisch dran. Ab. Oh. Aber der war dran. Gerade mein Akku aufgegangen. Aber er hat ihn verloren. So Leute, das zoppelt zwar manchmal. Hin und wieder mal so ein bisschen. Und dann lassen die wieder los und dann ist wieder gar nichts. Dann dauert das wieder so 10 Minuten, dann zippelt das mal wieder. Ich werde jetzt nochmal kontrollieren und neu bestücken. Und dann feuer ich die nochmal raus. Wir haben fast spiegelglattes Wasser. Also einfach nur wunderschön hier. Wunderschön. Die Sonne ist gleich weg. Wir angeln bis in die Dunkelheit. Also die Dämmerungsphase nehmen wir noch mit. Ja, wie spät haben wir das jetzt? Ich muss mal mein Handy luscheln. Ja, wir haben jetzt 3 Uhr. Ja, 4 Stunden machen wir noch. 4-5 Stunden. Ja, 4 schätze ich mal. Aber jetzt so, man merkt das so, nach diesem Regenschauer beruhigt sich das Wasser wieder. Und dann haben wir auch schon hier vorne am Uferbereich Fische rauben sehen. Wir gehen davon aus, dass das vielleicht eine Meerforelle ist, die hier lang gezogen ist. Obwohl hier eigentlich nur Sandbank ist, aber kann ja auch mal eine hier längs schwimmen, die so ein bisschen Bock hat auf Jagen. Ja. Ach ja, wie gesagt, ich werde das nochmal neu bestücken und dann feuere ich die nochmal raus. Okay, let's start!
sind sie wieder scharf. Schauen wir mal, ob da was geht jetzt mit den neuen in Knoblauch getränkte Taubwürmer. Ich bin gespannt. Ah, die Sonne küsst mein Gesicht. Ja, und wir haben so schönes klares Wasser. Ich glaube, das sieht man gar nicht so auf Kamera mehr, aber wir haben echt schönes klares Wasser. Einfach nur herrlich. So. Drück mal die Daumen. Ich will auch noch einen Speisefisch. So, wieder bist bei Ingo. Wollen wir mal gucken. Was da das mal. Und Leute, wir haben einen Regenbogen. Oh ja, da ist der Regenbogen, könnt ihr den sehen? Da hängt er dran. Schönes Ding, Ingo. So, ich habe jetzt noch mal einen Spottwechsel gemacht. Ich bin jetzt wieder auf der Seite, wo ich ganz am Anfang war. Da mussten wir ja weg wegen dieser Schulaktivität. So, wo ich euch hier hin. Ja, kommt da noch was runter? Sieht sehr dunkel aus. Da blau, hier dunkel. Kommt bestimmt gleich ein Schauer runter. Nehmen wir euch mal mit. Ja, gerade hingesetzt und jetzt fängt das hier an zu pinkeln. Aber wir sitzen unter dem Zelt. Scheiße, die Kamera. Ja, die ist ja wasserdicht, deine, ne? Ja, aber da ist ja so viel Sand dran. Lauf! Ja. Gerade eben war das doller mit dem Regen. Und dann dachte ich mir, das musste aufnehmen. Aber jetzt ist natürlich, sobald die Kamera... Oh, da muss ich ja mal wischen. Das will ich nicht, dass das auf der Linse hier so... Sorry. Wieder weg. Du filmst mich, ich film dich, oder was? Filmst du mich gerade? Klar. Du bist hier der Hauptgast heute in meinem Video. Ja. Und ich in deinem, oder? Hallo. Hallo. Da ist die Wolke. Aber es ist echt ein wunderschöner Platz hier, ne? Kannst du nicht meckern. Start recording. Ja, was ist das bei dir? Hey Google. Ich bin schon im fortgeschrittenen Modus. Ich brauche mich gar nicht mehr bewegen beim Ansitzangeln. Ja. Ich kann mir Befehle so ausgeben. Du wirst langsam ein fauler Angler, weißt du? Ich muss immer die Wege doppelt laufen, um Kamerashots zu machen. Und du sagst einfach hier, geh an. Naja. So, mal gucken. Ich denke mal, die heiße Phase fängt gleich an. Ja.
Und dann fange ich noch einen Delfin. Wir haben jetzt 5:15. Ja. Und um 6:30, glaube ich, ist das schon dämmerig. Ganz schön duster. Also schon richtig. Schon. Ich glaube, um 18 Uhr fing das schon an zu dämmern. Kopfkamera, sag ich schon. Kopflampe habe ich dabei. Ja, ich auch, im Auto. Du hast doch alles im Auto gelassen. Ja, ich fange gleich eh noch eine Scholle und dann muss ich eh wieder hochlaufen. Ja. Und dann nehme ich die mit. Sagst du das einfach so, dass du eine Scholle fängst oder nicht? Ja. Warum sagst du nicht, dass du, also ich eine Scholle fange? Du fängst ja auch eine, aber... Dann muss ich hochlaufen. Dann musst du hochlaufen. Alles klar. Ja. So, jetzt geht's nochmal los hier. Schnell wieder in dem Zelt. Oh, ich liebe das, im Zelt zu sitzen und dann regnet das. Wir hatten das mal im Nordostseekanal oder auch in Westerholz. Da saß ich mit Gunnar unter meinem... Ich habe so ein Schirmzelt mit Wand und durchsichtigen Seitenfenstern. Und da saßen wir da unter und das hat geprasselt. Das gerade runter, wie aus einem Händen. Ja. Das war so geil. Da hatten wir auch Warthose an, einfach hier Füße nach draußen und scheißegal so und aber entspannt und geil. Ja, und dann Bisse haben, ne? Und dann musst du raus, so ein Pissding hier, so ein Schauer. Naja, Leute, da geht bestimmt noch was. Das sind aber keine 29, wie du vorausgesagt hast. Aber wieder eine schöne Scholle. Ja. Und ich habe ins Kraut geworfen. Ja. Dreh dich doch mal. Wir wollen dein hübsches Kleid sehen. Zeig dich von der schönen Seite. Wunderschön. Ja, aber die ist klein, die geht gleich zurück. Ich schätze sie auf 24. Überlebt sie nicht, ich krieg sie eh nicht raus. Aber sie hat. Darf ich mal deine Zange da unten haben, bitte? Nein. Die so schön im Dreck oxidiert. Danke. Nee, das ist das Edelstein. So. Jetzt darf ich auch langsam mal einen Fisch fangen, würde ich sagen. So, bei mir ist wieder Aktion. Biss. Start recording. So, Live-Drill. Endlich. Ich kann das auf der Route jetzt absolut nicht einschätzen. Aber das hier nicht das hier ein wieder endet. Boah, da kommt die Welle an ihre Grenzen. Geil. Du musst bei mir machen.
machen. Hat dich gut gemacht. Danke. Ja, Leute. Hat er gut gemacht. Endlich mein Speisefisch. Eine schöne Scholle. Warte mal. Sieht die nicht klasse aus? Geschluckt bis zum Arsch, aber ich muss da sowieso getötet werden. Geil. Mein Bonusfisch. Jetzt bin ich zufrieden. Ne, einen will ich noch. So, nächster. Meine rechten habe ich auch Biss. Wieder eine schöne Scholle. Allerdings weiß ich nicht, ob die Maß hat. 25. Keine Ahnung. Der rechten habe ich auch Biss. Ich muss erstmal den Fisch hier versorgen. Ja, Leute, ich muss mich so ein bisschen anleuchten, weil das ist jetzt schon richtig dunkel. Und da würdet ihr nichts mehr erkennen. So, wir haben jetzt die Ruten noch drin. Wir haben das einmal noch mal ein bisschen rangekurbelt, um zu gucken, ob da jetzt noch ein Biss kommt oder nicht. Wenn das jetzt nach 5 Minuten nichts mehr beißt, dann packen wir einfach mal ein. Und dann melden wir uns aus dem Auto wieder. Okidoki. Vielleicht kommt ja noch was. So, Leute, ich muss einmal hier meinen Finger wegnehmen hier. So ist das am besten. Ja, es ist schweinedunkel, Leute. Ich sag danke an Ingo für diesen geilen Tag. Ohne ihn hätte ich diesen Spot ja nie erreichen können mit Fahrrad. Danke also Ingo, ne? Hätte ich schon, ja. Ja, war ein geiler Tag. Tagsüber war das halt ja ein bisschen schleppend, aber es ist ja normal, wenn man Brandungsangeln macht. Also ich kenne das so, dass es halt tagsüber ein bisschen schleppend ist. Aber gegen der Dämmerung, da knallte das ja einer nach anderen. Wir haben auch nicht alles aufgenommen. Viele kleine Fische, die wir einfach nicht aufgenommen haben. Aber naja, war ein geiler Tag. Ingo, was sagst du? Ja, ich fand es auch mega geil. Und wir werden das auch garantiert wiederholen. Mit Sicherheit. Und ich war ja schon mal im Sommer hier und habe da mit meinem Schwager ordentlich gefangen. Und deswegen sind wir jetzt hier nochmal hergefahren. Ich habe, wie gesagt, nicht viel Ahnung vom Brandungsangeln. Aber ja, es hat einfach nur Spaß gemacht. Und hier nochmal liebe Grüße an Jan, falls du auch auf diesem Kanal gucken solltest. Vielen Dank, dass du mich so angefixt hast. War echt nett von dir. Vielen Dank. Ja, ich kann auch nur sagen, geht mal rüber da zu dem hier, IK Fishing. Den Link werde ich unten unter dem Video posten. Könnt ihr mal rein switchen. Der macht geile Videos. Er ist ja auch mehr so der Spinnfischer und Meeresforellenangler und Träneangler. Und da kann ich viel von ihm lernen. Er kann bestimmt auch viel von mir lernen, was Ansitz ist und so. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, checkt den Kanal von ihm. Und ja, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, liked mal und smasht mal den Abo-Button. Das würde uns sehr helfen. Alles klar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Peace. Ne, hier.